Ein Auto ist am Donnerstagvormittag auf dem Sumpfweg in Varel völlig ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hat gegen 11.30 Uhr der Motor während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer bemerkte dies rechtzeitig und fuhr den Wagen auf den Seitenstreifen. Die Insassen konnten sich unverletzt retten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Borgstede-Winkelsheide rückte mit 2 Fahrzeugen und 6 Kameraden an. Sie löschte das Feuer, das 1 Meter hoch aus dem Motorraum schlug, zunächst mit Wasser ab. Später setzten sie auch noch einen Spezialschaum ein, sagte der Einsatzleiter Gruppenführer Christian Gerdes. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Straße für rund eine Stunde gesperrt.